Herzlich willkommen, hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier. Entschuldigung, auf dem Arsch. Wir werden jetzt den Traktor reparieren und die Ringe. Und da stellen wir zur Flotte dazu für die Erntevorbereitung. Dann muss man die Drescher bereitstellen. Das heißt, ich muss die jetzt aus der Garage holen. Nach einem Jahr, ne? Und dann mal vorbereiten zur Ernte. Dann sollen wir mal gucken, was da oben blockig ist. Silage müsste dann auch alle sein, wahrscheinlich. Die Ballenpresse müsste noch repariert werden und gewaschen werden. Gewaschen eher nicht, aber zumindest repariert werden und weggeräumt werden. Und repariert. Tanken müssen wir noch, ne? Tanken. Obwohl Autoreife an den Tank alleine voll macht, ne? Also so ist das nicht. Zu weit weg. Hier ist ein guter Schlauch. So. Dann werden wir ganz kurz hier doch wieder deaktivieren, die Punkte, ne? Einen vollen Tank, da können wir wieder sagen, ja, drei Fahrzeuge sind schön bereit, ne, für die großen Felder, ne. Ja, das Laufen weggerissen, ne, warum nicht. So, Tiere haben alle ihr neues Zuhause, Kühe wie Schweine, sind beide gut versorgt. Und, ja, jetzt brauchen wir nur noch auch Punkt Erntereifes, Fruchtreifes und das trocken ist, ne? Weil gut, wir haben jetzt Sommer, das trocknet relativ schnell. Relativ. Ne? Und dann müssen wir gleich die Aussaat vorbereiten. Da wo Stroh, müssten wir einen Strohabfahrer besorgen. Also einen Traktor mit Sammelwagen Stroh. So, das Maisgebiss kann aber theoretisch hier raus und das kommt dann in den Nachbarscheune. Denn den nächsten hat es nicht mehr durchgepasst. Deswegen sind die anderen ohne drin. Ne? Mais haben sich ja sowieso nicht. Von daher ist es. Wir haben hier leider den dritten dazulegen. Wäre ja Blödsinn, wenn wir da jetzt irgendwo. Oh, da hätten wir schon mal. Jetzt holen wir uns Kneinfeck für Stroh. Da liegt ja eine Garage. Steht viel mehr, ne? Ja, nehmen wir die von Käse, ne? Auf lange Sicht brauchen wir noch einen neuen Drescher. Das Maisschneidwerk brauchen wir für Hopfen. So, alles repariert. Schaden 0,1, das ist normal. Steht sich kaputt, ne? Dann fahren wir mal Richtung Feld. Ja, 2 und die 15, ne? Die 3 müsste auch gemacht werden. Das sind aber die Felder, wo wir prinzipiell im Anschluss Raps einsehen werden. Ne? 3 Felder vom Raps, geht voll. Ich wollte gucken wegen den einen Traktor, Silage. Wollte ich. Wird wahrscheinlich voll sein, das kann ich gehen. Oder leer. Aber das können wir ja gleich machen, sie sind eh gleich zurück. So, Platz 2 und der steht parat, ne? Die Ernte, ja. Dann guck mal, hier vorne gleich ein Lager. Ja, da wird auch sein. Da wird entsprechend das Lager leer sein. Keine mehr vorhanden sein, Silage. Deswegen meckert er jetzt, ne?
Das sieht aus, wenn es läuft, ne? Das war Heckflosse. Dann ist der andere, dann ist es dann drüben. Hier. Bei der BGH. Dann ist der hier voll gewesen, ne? Siehste. So schön sauber geworden, ne? Regen. Jo. Gut aus. Abkippen. Und dann geht's gleich weiter. Dann werden wir gleich mal den nächsten Traktor rausholen, Drescher. Den können wir auch dahin stellen, prophylaktisch, oder auf 3. Nur mal so ein Bigfoot-Station. Wie bei eine. Eine Tankstelle ist nicht gut. Weil. Ja, alles fast voll, das passt. Wir so Dinge brauchen wir nicht. Den nächsten Drescher nehmen wir gleich mal. Wenn wir jetzt ein Glas nehmen, fahren wir es Richtung 3. Tank voll, repariert, ja, passt. Nein, wenn Tank nicht voll wäre, das wäre kein Problem, ne? Aber was sein sollte, repariert, ne? Der hat ja leider kein Original Steinzeug mit Rädern, ne? Also nicht im LS, ne? Da habe ich einen Mod genommen, deswegen. Auch gleiche Arbeitsbreite für 13,7, falls wir am Verband arbeiten, dass es da keine Probleme gibt, ne? Dann haben wir noch einen Traktor zu stehen, der ist nutzig. Mal angucken, wirklich mutzig. Steht der einfach draußen? Unter Dach? Nö. Muss doch sauber werden normalerweise. Hier hätten wir schon einen für Stroh sammeln, ne? Der Tank ist gut. Reparatur? Ja. Denn, dann brauchen wir selber nicht Stroh fahren mit einem LKW, ne? Stellen wir ein und dann lasse ich ihn sammeln. Dann wird er nicht sauber. Oh, der ist sauber. Aber schon bös. Bös. Fahre ab hier. Oh. Das muss noch ein Luftzug sein. Schnell gefahren. Und hier? Naja, da wird ein bisschen sauberer werden. Aber nicht in der Garage, ne? Bringen wir mal ganz kurz das Dach und Fach, den Anhänger. Vor den anderen Kuhpresser, ne? Dann müssen wir gucken, wo die anderen Sammelwagen sind. Hab glaube ich 2. Kann man ja alles reinfahren, ne? Lose wie viel fest. Von daher ist es lose genauso gut. Nur ein Arbeitsschritt weniger halt, ne? Dann müsste ich pressen lassen und es selber einsammeln. Und so geht das ein Ritt mit dem ein Arbeitsgang mehr oder weniger, ne? Also wegfahren und da laufen die Krähen die Wand runter, wie die Ratten, du. So, Sammelwagen für Stroh. Stroh, Silage und so was alles. Einmal Bergmann. Bergmann, der sammelt nicht. Der andere, der hier, der Grüne hier. Habe ich nur einen?
Wenn wir mal einen zweiten kaufen müssen, geht ja so nicht, ne? Der Heiler repariert, Traktor muss nicht. Der Ladewagen, na gut, bei 4% eigentlich auch nicht, aber auch nicht. Bei 4% aber nicht. So. Den fahren wir auch mal zu der Flotte dazu. Für die Ernte. Der kann sich am Regen ein bisschen reinigen, ne? So. Müssen wir nur sehen, dass wir da. So. Prost. Ja. Die Glas jetzt, wenn wir fahren, ne? Was fehlt hier? Ja, nur Wasser. Aber wir haben genug drin, das reicht aus. Wir brauchen ja frühestens im Frühjahr wieder was, ne? Oder im Herbst. Dann sieht man, wenn wir es ein bisschen anders machen. Prophylaktisch und. Hat er nie ausgemacht, der Bruder. Oder dann fahren wir eben Richtung Feldmod rein, ne? Dann geht er bald los mit der Ernte, ne? Livestream glaube ich eher nicht. Und das ist jetzt könnte sein, weil der Livestream kommt ja dann in die übernächsten Freitag. Kann ich jetzt aber so nicht genau sagen. Muss ich schauen. Immer schön verfolgen, dann kann man noch sehen, ob das so ist oder nicht so ist. Ne? Ich weiß nur, dass ich jetzt mal warten, bis es trocken ist und dann muss ich warten, bis es überhaupt erntereif ist. Und da es noch nicht erntereif ist. Kann ich nicht hundertprozentig sagen, wann es genau dann losgeht. Ne? Hier muss ich aufpassen wegen der Abfahrer von Outright. Die fahren nämlich hier lang, die Brüder. Wegen Karambolage. So, Gerste, ne? Das macht aber nichts. Wenn es reif werden sollte, ist gut, wenn nicht, müssen wir halt um. Bisschen improvisieren, ne? Aber noch nicht auf. Ist ja nass, ne? Ich stelle mir jetzt eine Parallele daneben. Ich darf ihn freilassen. So. Gibt ja auch. Jetzt haben wir noch ein Glas. Die müssten noch für Stroh. Da muss man kurz in die Garage reingucken, ob wir da noch einen zweiten Anhänger hätten für Stroh sammeln. Wir haben viel Messe Ferguson. Da werde ich mal auch einen leichten Traktor kaufen. Und das ist für Häckselgut. Geht viel, viel rein, aber zum Sammeln ist er nicht geeignet. Bergmann haben wir noch einen. Gut, dann kaufen wir gleich einen, ne? Und zwar erstmal ein Traktor. Und zwar einen großen Fendt. Wäre angebracht, ne? Da haben wir noch Mods, ne? Bei Mods bin ich ein bisschen vorsichtig. Könnte auch sein, dass es schief geht. Das ist der große Messer Ferguson. Aber da haben wir schon viele. Das wäre ein Fendt. 60 km/h. So. Felgenfarbe, das können wir so lassen. Passt schon so. Kühlergrill. Ja, okay. Bootausführung. Maximum. Ja, welchen denn schon, ne? Marke. Kennen wir so noch nicht, ne? Auch originell, ne?
Was haben wir denn noch? Forstmaschinen. Ah, das ist die Farbe von Forst. War doch was, ne? So, kaufen wir, ne? Wo die Felgenfarbe nicht passt, ne? Da haben wir ihn. So, jetzt kaufen wir uns noch ein für Stroh sammeln und Stroh und Gras. Rübentechnik, Zeit haben wir noch genug. Ladebar. Das darf aber auch ein großer Fendt. Hat man nicht einen Fendt gehabt? Wir nehmen mal hier. Pöttinger, 47.000. Stimmt die Werte? Ich weiß es nicht genau. Ich hab die Werte nicht im Kopf. Testen wir den mal, ne? Trelleburg. Mit dem Ackerbereifung, ne? Ich krieg normalerweise Rabatt normalerweise. Ich weiß es nicht. Ich weiß, wenn sie Aktion machen in der Firma, dann kriegen Mitarbeiter Rabatt. Ich meine, da kaufen sie keine großen. Die sind alles Bauern. Wenn es Bauern im Nebenerwerb sind, kleine Bauern. Die arbeiten eigentlich als Hauptberuf und machen nebenbei ein bisschen Landwirtschaft. So. Da hätten wir schon, ne? Neue Errungenschaft. Ein Traktor und ein schön Jumbo, ne? Da fährt er was, ne? So, Zuschauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich sag mal, schönen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und winke winke. Jo, morgen geht's weiter. Hier auf der Marsch. Tschüss.